Der kleine Dino hat Bauchweh. Bastelanleitung für dein eigenes Theaterspiel. Hast du Lust auf ein wenig Kreativzeit? Dann tauche gemeinsam mit uns ein in die Welt von Dino Lino. Was du auf jeden Fall haben solltest, sind Filz- und Buntstifte oder auch Wasserfarben, buntes Tonpapier, Filz- oder Moosgummi, einen Papp- oder Schuhkarton, die Ausmalbilder der Figuren unseres Spiels, Dinosaurier, Elefant, Frosch und Schlange, eine Bastelschere, Kleber sowie Schaschlikspieße. Natürlich kannst du deine Lieblingsmaterialien benutzen, wenn du welche hast. Ich mache den Mund und die Augen. Und so starten wir unsere Reise nach Eratopia. Wir beginnen mit den Ausmalbildern unserer Nebenfiguren. Das sind Froggy, der Frosch. Nebel macht es dunkelblau. Oh mein Gott. Ela, das Elefantenmädchen. Meiner Blau. Pass auf, die Zunge auf. Der Schritt ist nämlich die Nebenzunge. Zunge auf, die muss rot werden. Aber die wird dann die rosa. Bei mir wird sie blau. Wirklich, ja. Das wird mein Kopf. Mein Kopf wird gold. Und Sascha die Schlange. Wir haben immer zwei Seiten der Tiere, die ihr entweder gleich oder verschieden bemalen könnt. Nein, nein, nein. Also, ja. Wer fängt an mit Augen zu? Lustig wird es, wenn ihr euch dabei die Augen zuhaltet und eine oder mehrere Farben per Zufall wählt. Kommen wir nun zu unseren Hauptfiguren. Jetzt sind wir bei den Dinosauriern. Dino Lino, Dino Nino und Papa bzw. Mama Dino. Wenn ihr die Figuren unterschiedlich anmalt, könnt ihr eure Darsteller wechseln oder ihnen eine andere Garderobe verpassen. Fällt euch das Ausschneiden noch schwer? Bittet einfach jemanden, der euch helfen kann. Sind alle Figuren fertig angemalt und ausgeschnitten, kleben wir beide Seiten passend aufeinander an einen Schaschlikspieß. Wenn Papa Dino zur Arbeit gehen muss, dann darf er seinen Schlafanzug nicht anhaben. Der muss das hier anhaben. Hoppla! Durch Zufall haben Lara und Nika ihre Dinos ähnlich angemalt. Nachdem ihr alle Figuren fertig gebastelt habt, kümmern wir uns um Dino Linos Welt. Eratopia. Lara und Nika haben sich für einen Vulkan mit Lava aus Filzpapier und hohem Gras aus Tonpapier entschieden. Das Ganze wird auf blauem Tonpapier mit gelber Sonne in den Karton geklebt. Es sieht wunderschön aus. Und macht auch Spaß. Oh ja, das sieht wunderschön aus. Der erloschene Vulkan, in dem Dino Lino lebt, darf auch nicht fehlen. Aus braunem Tonpapier schneiden wir einen halben Vulkan aus. Die Außenseite verzieren wir mit schwarzen Streifen. So zeichnet sich die Form des Vulkanes besser ab. Auf die Innenseite kommt Dino Linos Zimmer. Mit einem Bett, einem Bücherregal und einem Bild seiner Freunde an der Wand. Da fehlt doch noch was. Ja, die Schokoladenpflanze. Wir kleben sie außen an den Rand des Kartons. Achtet, auf welche Seite ihr sie klebt. Das Vulkanzimmer braucht auch noch einen mobilen Platz. Wir haben auch noch einen Felsen, ein paar Bäume und etwas Ostergras in unserem Theater platziert.
erlebt nun unser kleines Kreativtheater. Der kleine Dino hat Bauchweh. In einem wunderschönen Tal namens Eratopia lebte einst ein kleiner Dino. Er hieß Lino. Er wohnte zusammen mit seinen drei Geschwistern, den Eltern und seiner Oma in einem erloschenen Vulkan, direkt in der Mitte von Eratopia. In diesem Tal gab es sehr große Bäume, Blätter, die so groß wie Bettdecken waren, und Wiesen mit haushohem Gras. Eine ganz besondere Pflanze aber war nicht nur riesig, sondern bestand auch aus reiner, feinster, leckerster Vollmilchschokolade. Diese Pflanze war sehr beliebt unter den Dinosauriern. Aber sie war auch mit Vorsicht zu genießen. Denn immer wenn man ganz schnell zu viel von ihr aß, bekam man Bauchschmerzen. Dino Lino kümmerte das alles nicht sonderlich. Er war gerade auf dem Weg zu seinem besten Kumpel Nino, als er plötzlich ein Donnergrummeln hörte. Oh oh, das ist ja mein Bauch, stellte Lino mit Entsetzen fest. Ich glaube, ich muss dringend etwas fressen. Suchend blickte er sich um. Wie es der Zufall so wollte, stand gerade eine dieser leckeren Schokoladenpflanzen zum Greifen nahe. Lino stürzte sich auf die Pflanze wie ein Tiger auf seine Beute. Er schlang, schmatzte und würgte viele Schokoladenblätter in sich hinein. Als er kurz einmal pausierte, um nach Luft zu schnappen, spazierte das Elefantenmädchen Ela geradewegs auf ihn zu. Hey, hallo, was machst du denn da? Fragte sie Lino. Ach, ich hatte plötzlich so Hunger und jetzt kann ich einfach nicht mehr aufhören. Der kleine Dino schluckte einige der Schokoladenblätter rasch hinunter. Das ist aber gar nicht gut, Dino Lino. Wenn du die Blätter so schnell verschlingst und nicht richtig kaust, bekommst du noch Bauchschmerzen. Das mag ja sein, Ela. Aber ich bin so hungrig und es schmeckt einfach so lecker. Lino verschlang das nächste Blatt. Wie du meinst. Ich muss dann mal weiter. Mach's gut, sagte Ela. Und das Elefantenmädchen verschwand langsam hinter einigen riesigen Bäumen. Dino Lino fraß gierig weiter. Da kam wie aus heiterem Himmel die Schlange Sascha aus dem Gestrüpp hervorgeschlängelt. Hallo, Lino. Du scheinst ja ganz schön hungrig zu sein. Oh ja, antwortet der kleine Dino mit vollem Mund. Ich kann einfach nicht aufhören. Probier doch auch mal. Nein, danke. Ich hatte schon mein Mittagessen. Iss lieber langsamer, sonst musst du noch rülpsen. Kichernd und zischend verschwand auch Sascha wieder. Kann man einer Schlange trauen? Fragte sich Lino, ließ sich aber dann doch nicht von deren Rat beeindrucken und fraß eifrig weiter. Und wieder wurde der kleine Dino von einem Geräusch gestört. Diesmal aus Richtung des Teiches, der gleich neben der Schokoladenpflanze lag. Ribbit, ribbit. Dino unterbrach sein Fressgelage und erkannte Froggy den Frosch, der auf einem riesigen Seerosenblatt am Rande des Teiches saß. Hello, Froggy. How are you? Fragte Lino kauend. Oh, very well, danke. Antwortete dieser mit englischem Akzent. Ribbit. Wie ich sehe, bist du gerade am Fressen. Du weißt aber schon, dass man von dieser Pflanze ganz schön doll pupsen muss. Ribbit. Wirklich? Aber es schmeckt einfach so gut und ich will noch mehr. Dino Lino setzte sein Fressen fort. Okay, ich habe dich gewarnt. Good luck and bye bye. Und platsch sprang der Frosch wieder zurück in den Teich.
Dinolino merkte langsam, wie sein Bauch immer voller und schwerer wurde. Dennoch konnte er nicht aufhören zu fressen. Auch nicht als, leicht außer Atem, eine Stimme aus weiter Ferne ertönte. Lino! Lino! Erschrocken blickte der kleine Dino auf. Da sprang mit einem großen Satz ein anderer Dinosaurier hinter einem Felsbrocken hervor. Lino! Zum Dino, da bist du ja. Ich hab mir schon Sorgen gemacht, wo du steckst. Es war kein geringerer als Dinolinos Kumpel Nino, mit dem er eigentlich verabredet war. Oh je, Nino. Es tut mir so leid. Ich hab völlig die Zeit vergessen. Ich war auf einmal so hungrig und zufällig stand diese leckere Schokoladenpflanze im Weg. Da konnte ich mich nicht beherrschen und musste einfach fressen und fressen und fressen und fressen und... Mit völlig bleichem Gesicht unterbrach Dinolino seine Worte und wurde ganz still. Aus seinem Bauch kam ein merkwürdiges Blubbern und Gluckern, das sich fast so anhörte, als würde ein Vulkan explodieren. Oh, Nino, in meinem Bauch drückt und zwickt es plötzlich... Dinolino krümmte sich vor Schmerzen. Ach, Lino, hast du vielleicht zu viele Schokoladenblätter gefressen? Typisch, dachte sich Nino. Dann half er dem armen Dinolino behutsam nach Hause zu kommen, wo sich seine Mama ganz schnell um ihn kümmerte. Sie bereitete ihm einen Bauchwehtee und brachte ihm für seinen Bauch eine Wärmflasche ans Bett. Ein paar Stunden später fühlte sich Dinolino zum Glück schon wieder viel besser. Als er gerade aufstehen wollte, betrat Papa Dino Linos Vulkanzimmer. Na, Lino, wie fühlst du dich? Danke, schon wieder viel besser. Du wusstest doch, dass man Bauchschmerzen bekommt, wenn man zu viel und zu schnell frisst und sein Fressen nicht gründlich kaut, ermahnte Papa Dino seinen Sohn. Ja, ich weiß, Papa. Aber die Pflanze war so lecker, dass ich alles vergessen habe. Lino schämte sich ein wenig. Ich habe da eine großartige Idee, wie du dich in Zukunft besser beherrschen kannst, grinste Papa Dino. Es gibt da eine Legende von einem Urdino, der immer, wenn er an einer verführerischen Mahlzeit vorbeikam, ein besonderes Lied sang. Dieses Lied half ihm, sich zu erinnern, sein Fressen immer gut zu kauen und zu verdauen. Als ich in deinem Alter war, haben mir meine Eltern das Lied immer vorgesungen. Und ich denke, es ist nun an der Zeit, diese Tradition an meine Kinder weiterzugeben. Papa Dino schrieb den Text des Liedes auf einen Zettel und trommelte die ganze Dino-Familie zusammen. Gemeinsam stimmten sie das Lied an. Und es dauerte gar nicht lange, bis auch alle Dino-Kinder mitsangen. Ich bin ein kleiner Dino und ich stampf, stampf, stampf. Immer wenn Dinolino nun wieder einmal einer Schokoladenpflanze begegnete, sang er einfach das besondere Lied, das ihn daran erinnerte, wie wichtig es ist, richtig gründlich zu kauen und auch nicht zu viel Süßes zu essen. Mein Essen muss sich immer